Ja, hallo erstmal und ja, wir sind extrem glücklich, dass wir das Spiel erfolgreich bestreiten konnten. Wir haben 60 Minuten hochkonzentriert gearbeitet und das war heute bitter nötig. Ich glaube, wir hätten uns keine Schwächephase heute erlauben können, weil Gummersbach auch ja, wenige Schwächephasen hatte, natürlich ein, zwei mehr als wir. Aber wir haben wirklich das geschafft, was wir uns vorgenommen haben, dass wir immer in die Abwehr kommen, dass wir da sehr, sehr kompakt decken, dass wir viele Sachen zustellen, dass wir immer wieder Nadelstiche übers Tempospiel setzen und dass wir im Positionsangriff wirklich sehr diszipliniert angreifen. Und das haben die Jungs hervorragend über 60 Minuten gemacht. Zum Spiel selber, wir kommen nicht so gut rein, aber kriegen natürlich auch Rückraumfernwürfe, die sehr weit entfernt sind. Das zieht sich so durchs ganze Spiel. Das ist aber unser Abwehrsystem. Und wir haben eigentlich in der Halbzeit viel mehr die Dinge besprochen. Diese 2-2-Situation mit Moritz Preuß, wo wir hinter ihm verteidigt haben, wo wir 2 Tore bekommen. Weil wenn man 11 Tore hier zur Halbzeit bekommt, trotz der wirklich sehr, sehr guten Quote von Flo Baumgärtner, ist es natürlich so, dass wir unser System nicht verändern wollten, aber die anderen Sachen wegarbeiten wollten. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Da ist ein bisschen schade, dass wir sehr, sehr gut defensiv reinkommen, vorne uns am Anfang sehr schwer tun. Und dann gibt es, glaube ich, so eine Phase, wo wir uns Stück für Stück absetzen und dann eine kurze Phase ohne Torwartleistung. Und ich glaube, dann der endgültige K.O. war dann, dass wir eine überragende Torwartleistung in den letzten 12, 13 Minuten von Bastian Rutschmann nochmal hatten und vorne wirklich jeden Ball dann versenkt haben, auch bei passivem Spiel, bei Druck. Also wirklich hervorragende Leistung meines Teams. Das war heute nicht einfach. Danke. Ja, zunächst einmal Glückwunsch. Ich denke zu dem verdienten Erfolg. Ja, Seppel sprach es schon an gerade. Wir sind eigentlich gut reingekommen in das Spiel, haben eigentlich das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben mit einer vernünftigen Abwehr. Standen ganz gut. Matsepule kriegt die ersten Bälle gleich zu fassen. Unsere Rückraumschützen kommen gut ins Spiel rein, das funktioniert gut. Dann kommt allerdings so ein bisschen so, ich sag mal, das so ab der 20. Minute kommt dann genau diese erste Schwächephase, die gerade angesprochen wurde schon, wo wir einfach dann ein bisschen kopflos agieren und dann wirklich wieder anfangen, in das alte Muster zu fallen. 20 Minuten war es okay bis zum 9-9 oder 9-10 und da handeln wir uns dann den ersten großen Rückstand ein. Wir sind am Anfang, muss man dazu auch sagen, in gewissen Situationen einfach auch übermotiviert in die Aktion reingegangen. Also das hat mir nicht gefallen. Wir sind dann im Endeffekt machen wir nur 8 technische Fehler, aber diese 8 technischen Fehler hätten wir uns teilweise auch sparen können. Gerade in der Anfangsphase haben wir da 1-2 zu viel drin gehabt. Zweite Halbzeit haben wir auch gesagt, wir wollen eigentlich im Prinzip so weitermachen und bei 14-16 waren wir eigentlich auch nochmal wieder im Spiel und ich hatte eigentlich auch genau das gleiche Gefühl wie mein Kollege, dass wir eigentlich die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit den BHC jeden Angriff gefühlt im Zeitspiel hatten, jeden Angriff, aber dann sieht man eben die Qualität dieser Mannschaft aktuell, sowohl in der Breite als auch in deren Tabellenkonstellation, dass sie das ganz ruhig, egal ob es noch 3, 4, 5, 6 Pässe waren, weitergehen gespielt haben und im Prinzip dann doch wieder jeden Angriff eigentlich mit einem Treffer abgeschlossen haben. Und ja, von daher, was man vielleicht noch sagen kann, ist einfach die Tatsache, dass wir heute sicherlich häufig an Bastian Rutschmann gescheitert sind. Stimmt, 22 Fehlwürfe sprechen da eine deutliche Sprache. Und dass wir heute einfach ganz klar auch ein Defizit auf den Außenpositionen hatten. Ne? Also unsere Außen kommen heute, muss man einfach auch mal so klar sagen, auf keinen Treffer, während der BHC über die Außenposition heute 12 Mal, also inklusive 7 Meter, erfolgreich ist. Und das ist natürlich eine Situation, da kann ich dann als Rückraum auch nicht gegen anagieren, wenn die Situationen dann teilweise gut waren, ich sie aber nicht nutzen kann und den Ball im Tor unterbringen. Am Ende muss man sagen, ja, das hat mir dann nicht ganz so gut gefallen. Das war im Gegensatz zur letzten Woche deutlich schlechter, dass man am Ende gesagt hat, okay, statt sich gegen die Niederlage deutlicher zu wehren, sicherlich hat der BHC das auch konsequent zu Ende gespielt. Aber ich glaube, das Ergebnis ist mit Sicherheit einige Tore zu hoch ausgefallen. Dankeschön. Inwiefern war das denn ein Denkzettel für Tobias Schröter, ihn nach einer Viertelstunde nach der Zeitstrafe nicht mehr zu bringen? Weil bis dahin war das ja eher Vogelwild, was er offensiv abgeliefert hat. Also ich werde mich jetzt hier nicht hinstellen und einen Spieler rausziehen im negativen Sinne. Also sicherlich, wenn Sie gerade eben richtig das gehört haben, was ich gesagt habe, zählt er auch zu den Spielern, die am Anfang sicherlich sehr, ich sag mal, ins Übermotivierte gingen. So,
Ja, das ist dann schlussendlich sicherlich auch wenn er natürlich schon ein bisschen Bundesliga-Erfahrung hat, aber trotzdem natürlich auch seiner Jugend und der Situation auch geschuldet. Und ich denke, wir haben versucht, dann einfach mit einem anderen Spielertypen, Albin bringt gute Trainingsleistung, einfach dann versucht, auch da ein bisschen auf der Position Kontinuität reinzubringen. Also da habe ich auch vollstes Vertrauen zu den anderen Spielern. Und von daher war dieser Wechsel dann für mich einfach die logische Konsequenz in dem Moment. Auch noch eine Frage. Irgendwie fand ich, war so in der ersten Halbzeit der Knackpunkt wie letzte Woche, als du dich entschieden hast, beide hatten 2 Minuten, hätte man 5-5 spielen können, dass man dann 6-5 mit leerem Tor. Ich fand, das war irgendwie so der Knackpunkt. Das war letzte Woche auch 3-mal ins leere Tor. Diesmal war es nicht ins leere Tor, aber es hat irgendwie, die Mannschaft, fand ich, wirkte so ein bisschen verunsichert. Ach, ich glaube, das sind immer so diese hätte, wenn und aber Situation gewesen. Macht man es nicht, sagt die Hälfte der Leute, ja, warum macht ihr es nicht, dass ihr eine Überzahl seid? Also ich denke, man hat in der zweiten Halbzeit dann wiederum aber auch gesehen, dass sie die Situation nutzen konnten. Schlussendlich obliegt es dann ja auch den Spielern in diesen Situationen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. So, und das sind immer so Vabanspiele. Manchmal klappt solche Situationen, manchmal klappt es nicht. Aber schlussendlich ist es ja auch das Regelwerk gibt es hier eigentlich einen Vorteil, sozusagen den 6. Spieler zu holen. Und ich denke, das ist das Risiko, was man einkalkulieren muss. Ich sehe diesen Ball, der dann, ich weiß, welchen Sie meinen, nicht als Knackpunkt an für das Spiel, sondern ich sehe es dann eher so an, dass wir das, was wir am Anfang gut gemacht haben, vielleicht dann nicht mehr konsequent weitergebracht haben. Und gerade auch, da ging es ja auch im Prinzip schon los, wie mein Kollege das sagte, ich weiß gar nicht, in welcher Minute der Torwartwechsel war, dass der Bastian Rutschmann dann auch schon die ersten freien Bälle, ich denke da an einen Ball von Stanislav Tschukov auf der Halbposition, den er hält, den ersten Ball von außen, den er dann auch schon hält, inklusive des 7 Meters. Also es ist ja nicht so, dass die Chancen nicht da waren, sondern es ist dann eher so, dass man sagen muss, wir spielen Chancen raus, wir nutzen sie nicht, und ich glaube nicht, dass das an diesem leeren Tor, in der leeren Torsituation lag. Ja, einen schönen guten Tag. Wir sind natürlich wahnsinnig glücklich über diesen Sieg. Danke für die Glückwünsche im Derby. Eine große Stärke unserer Mannschaft hat heute wieder komplett gezündet, nämlich die stabile Defensivarbeit. Trotz der vielen Weitdistanz-Tore von Flo Baumgartner. Der Innenblock hat wieder sehr gut gestanden, die Abwehrarbeit war aufopferungsvoll. Das zweite hat nicht gezündet, unser Gegenstoßspiel ist häufig unterbunden worden. Dafür haben wir im gebundenen Spiel immer wieder Geduld gehabt, Lücken gefunden, Lösungen gefunden und dadurch auch ein sehr diszipliniertes Angriffsspiel aus dem Positionsangriff hinbekommen. Insofern halte ich den Sieg für verdient am heutigen Tag. Und man darf auch nicht vergessen, in der Entwicklung unseres Clubs haben wir heute rechnerisch den Klassenerhalt geschafft. Das mag beim 7. Tabellenplatz vielleicht etwas seltsam erscheinen, dass wir das so sagen. Aber ich erinnere mich gut, dass ich vor 2 Jahren hier gesessen habe und auch schon fast sicher schien, dass wir 4 Spieltage vor Schluss die Klasse halten. Jetzt haben wir es am 25. Spieltag geschafft. Das ist zum ersten Mal der Fall. Und dafür gebührt Trainerteam und Mannschaft ein Riesenkompliment. Dankeschön. Ja, hallo auch von mir. Glückwunsch an den BRC zu dem verdienten Erfolg und auch Glückwunsch zu einer mit Sicherheit herausragenden Saison. Wir haben vor der Saison schon gesagt, kein normaler Aufsteiger. Das hat man die ganze Saison über gesehen und hat man auch heute ganz deutlich gesehen. Torgards eigentlich perfekt und auf den Punkt zusammengefasst. Ich glaube, dass wir einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben, sowohl vorne als auch hinten. Ja, aber in den Phasen, wo sich dann irgendwo eine kleine Chance geboten hat, hat der BRC das perfekt ausgenutzt in der ersten. Aber speziell in der zweiten Halbzeit, es war eigentlich alles angerichtet heute. Halle war voll, super Stimmung von beiden Fanlagern. Wir sind perfekt ins Spiel reingekommen. Gerade die Rückraumspieler, die in den vergangenen Wochen nicht so vom Glück verfolgt waren, haben das sehr, sehr gut gemacht. Florian Baumgärtner allen voran. Und auch in der Defensive haben wir gut gestanden. Matze dahinter, wirklich, wirklich sehr gut gehalten in der Anfangsphase. Und ja, den Rest haben die Trainer, speziell Torge, schon gesagt, bringt jetzt nichts, das nochmal zu wiederholen. Unterm Strich sehe ich es genauso, dass das Ergebnis deutlich zu hoch ausgefallen ist, weil ich glaube, dass für uns heute mehr drin war. Am Ende nutzt es alles nichts, weil wir brauchen Punkte gegen den Abstieg, das ist auch klar. Oder besser gesagt, für den Klassenerhalt. Wir
wir müssen darauf aufbauen, was die Jungs gut gemacht haben. Torga hat das die letzten zwei Wochen wirklich hervorragend gemacht und darauf aufbauend hoffen wir den nächsten Spiel natürlich auf eine ähnliche Kulisse, weil die brauchen wir, das habe ich in den letzten Wochen immer wieder gesagt. Und der Rest wird Trainerteam und Mannschaft richten und wir sollten diese positiven Sachen mitnehmen, auch wenn die Enttäuschung heute schon da ist, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, glaube deutlich mehr drin war. Danke.